Im Tunnel musste Harry Lockhart in einem Duell besiegen und ihn entwaffnen. Aber durch die Macht des Zaubers brach die Tunneldecke ein. Und Harry wurde von Ron und Lockhart getrennt. Harry muss jetzt allein in die Kammer des Schreckens, um Ginny zu retten. Ja, genau. Hallo meine lieben Leute und willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und die Kammer des Schreckens mit mir, der Lena. Ihr habt ja gerade die Story zusammengefasst, nochmal vorgelesen bekommen und deswegen würde ich mal sagen, machen wir auch direkt mal weiter in der Kammer des Schreckens. Wuppdi-dup, das letzte Mal hatte ich ja übertriebenst keinen Bock mehr und habe dann einen Rage-Quit gemacht, so gesehen. Aber, ich bin ernsthaft wieder hier. Gut. Ich würde am liebsten direkt wieder einen Rage Quit machen, aber ich will dieses Spiel zu Ende bringen. Lass mich dich töten. Komm schon noch deine Chance. Das ist nur so schmeckerig. Incendio! So. Ach, oh boy. Ja, das letzte Mal waren wir eigentlich schon viel weiter. Und ich würde mal sagen... Schweineratte. Ich würde mal sagen, dass ich dann hier einen kurzen Cut mache und wir uns dann an der Stelle, wo ich aufgehört habe, das letzte Mal wiedersehen. Weil das müsst ihr euch ja alles nicht nochmal doppelt und dreifach antun. Reicht ja schon, wenn ich es machen muss. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder. Ich habe bis dahin gespielt, wo wir das letzte Mal waren. Und, diesmal versuche ich an den Trollen vorbeizukommen, ohne entdeckt zu werden. Ja, es ist gar nicht mal so einfach, denke ich. Ich habe mir ja nochmal die Aufnahmen von letztens angeguckt. Und diesmal versuche ich es halt nochmal. Wow, Kamera, what? Scheiße! Okay, ich muss schneller sein, okay. Okay, ich hab's ja verstanden, Minjung. Diesmal hoffentlich nicht so abgefuckt. Huch. Kamera. Don't do this. Ich habe gerade übelstes Herz bubbern. Und es funktioniert sogar. Ich fasse es nicht. Okay. Cool. Ey. Fucking Plattform. Nimm mich mit auf eine Reise. Okay. Juhu. Und die zweite Plattform ist aktiviert. Yeah. Das sieht man auch gerne, mal ein bisschen Fortschritt in dem Spiel. Nicht immer nur ständiges Aufregen und einfach kein Fortschritt. Okay. Ich sehe keine Tür. Naja, ich musste jedenfalls letztes Mal... Das ist so komisch. Musste ich letztes Mal einen Zaubertrank brauen, weil ich echt nicht mehr viel Energie hatte. Oh, die dunkle Halle. Da möchte ich eigentlich nicht gerne rein, weil ich weiß ja nicht, ob man wieder alles von vorne machen muss, wenn man hier tot geht.
Schien ja das letzte Mal nicht wirklich gespeichert zu haben, ne? Ui, Ritter. Hi. Na? Ist es mir die Hauspunkte wert? Ja, sicher. Ach du Scheiße, ich muss auch noch. Vivendo! Vivendo! Oh, warum ist er so groß? Ach du Scheiße. Komm, so schwer ist der ja nicht jetzt gerade. Der zieht mir nur wahrscheinlich den ganzen Blitz ab, wenn er mich einmal trifft, aber sonst... Oh, fuck. Oh, er hat keinen Kopf mehr. Holy shit. Ha. The fuck? Ach so, der dafür... Gab's noch niemals Hauspunkte? Vivendo. Oh nein. Oh. Okay. Vivendo. Vivendo. The fuck? What am I supposed to do with this? Vivendo. Okay. Das war etwas komisch. Aber gut. Ich dachte, man muss den Steiner draufholen. Aber wenn das Spiel das nicht von mir möchte, dann mache ich das auch nicht. Reißen, zerfetzen, töten. Ist ja gut. Ich fühle mit dir und so. Ah, da fuck. Vivendo. Nein! Warum kann er durch die Plattform laufen? Das ist voll unfair. Hauspunkte for the wins. Hui. Vivendo. Ja, hey. Ich muss jeden Hauspunkt aufnehmen. Hör auf, mich zu trollen. Vivendo. Hallo? Vivendo. Oh, du Motherfucker, Alter. Vivendo. Wie viel er einfach abzieht. Der zieht mal eben ein Viertel von meinem Blitz ab. Einfach so. Da steht ja noch einer. You are stupid. I don't like you. Stop it. Me don't like this. Ah! Boah, geh mir aus dem Weg, ey. So. Wie weit er einfach mal springen kann, ich versteh's einfach nicht. Das ist doch ein Hochleistungssportler oder sowas. Ach. Ich mag diese Ritter nicht. Oh Gott. Ich meinte, ich mag sie sehr gerne. Ich kann sie sehr gut leiden. Doofe Blechbüchsen. Ist hier noch was? Nö. Nope. Ich habe übrigens ein bisschen Halsschmerzen. Deswegen versuche ich auch nicht gerade so loszuschreien. Ups. Aber heute ist mal so ein Tag, wo ich ein bisschen was aufnehmen kann. Und ich möchte das Spiel heute
zu Ende bringen. Ribendo. Bam. In your fucking face, bitch. Okay. Ha. Ach du Scheiße. Oh, hi. Ribendo. Wo? Du Arschloch. Die ziehen einfach mal mit... Alter. Alter, nö. Ribendo. Jetzt kommt der auch noch. Ey, komm. Auf dich habe ich keinen Bock, Leute. Ribendo. Ich will gleich einen Zaubertrank. Ohne Mist. Und die letzte Plattform ist hochgefahren. Und ich habe nur noch eine Hälfte meines Blitzes. Ja, super. Astrein, sage ich da nur. Astrein. Genau so war es geplant. Und mein Zaubertrank. Und ich finde das total dumm. Man kann nur einen Kessel voller Zaubertrank brauen und kriegt ein kleines Fläschchen raus. Ich verstehe es nicht. Müsste man eigentlich nicht mehrere Fläschchen rauskriegen? Das ist ein Kessel, der hat ein Volumen von weiß ich nicht wie vielen Litern. Und der kriegt gerade mal ein kleines 500 Milliliter Fläschchen voll. Ich glaube nicht. Spielelogik, ich glaube nicht. Komm. Na gut. Komm zu mir. Ich bin unterwegs, jetzt hetz mich nicht. Schneller geht nun mal nicht, ja? Eine alte Frau ist kein D-Zug. Ha. Ich hoffe, dass es jetzt den Fortschritt gespeichert hat und ich nicht nochmal ganz von vorne anfangen muss, wenn ich sterbe. Oh. Ja, ich schätze schon. Jenny! 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 Wach auf! Sei nicht tot, bitte! Sie lebt noch. Gerade noch. Jenny hat Monat für Monat diesem Tagebuch ihr Herz ausgeschüttet. Und ich wurde stärker und stärker, bis ich genug Macht hatte, ihr etwas von meiner Seele einzuflößen. Ginny Weasley hat die Kammer des Schreckens geöffnet. Sie hat die Drohungen an die Wände geschmiert, die Schlange von Slytherin auf die Schlammblüter und Filchs Katze gejagt. Ginny hat mir alles über dich erzählt, Harry. Also beschloss ich, dein Vertrauen zu gewinnen und dir meine Ruhmestat vorzuführen, wie ich diesen Hornochsen Hagrid erwischt habe. Ich hoffte, eines Tages jemand anderen auf meine Spur zu bringen, um Salazar Slytherins edles Werk zu vollenden. Ich wusste, dass du dem Erben Slytherins auf den Fersen warst. Also habe ich Ginny hier heruntergelockt. Ich wusste, du würdest kommen, Harry. Mhm. Tom Riddle war der Name meines miesen, nicht magischen Vaters. Siehst du, Harry? Tom Wallace Riddle ist Lord Voldemort, der Erbe Slytherins. Und jetzt werde ich dich eine Lektion lehren. Sprich mit mir, Slytherin, Größte der Vier von Hogwarts. Also das ist nicht Slytherin. Das ist ein Basilisk, mein lieber Tom. Was für eine hässliche Schlange. Helm hätte schon versteinert sein müssen, aber sonst. Danke, Phoenix. Flop in der Wand. Verschwunden. Oh yeah, hell yeah. Der verspricht Gift. Mäulchen auf. Komm. Noch um, nom, nom. Das war lame.
Ihr Schwert und der Hut. Was schwert denn das hier, Gryffindor? Ist deine Bilder fest, dass du wohl nicht mit abholen kannst? Ah! Au! Hä? Was tut das weh? Was muss ich denn machen? Hör mal. Hä? Ah, okay. Ist ja easy. Seit wann kann die Schlange das? Ich habe keine Ahnung. Oh, fuck! You asshole, you stupid. Ich werde sowieso sterben, das weiß ich jetzt schon. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Scheiße lenken soll. Ich werde sowas von sterben, das ist dann. Oh Gott. Sorry Leute, ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Hallo? Ach, ich muss die Zähne treffen. Ja, sagt mir das doch mal einer. Mensch. Wann kann eine Schlange Laserstrahlen aus ihren scheiß Zähnen schießen? Das habe ich ja noch nie gesehen. So ein Schwachfug. Das dauert jetzt echt eine Weile. Schätze ich mal. Die tropft zwar Genie gerade voll mit ihm. Aber hey. Das ist ja so schwachsinnig. Die ist komplett schon zersetzt von der Salzsäure, die sie ja schießt, aber nicht. Ja, komm. Also, so schlecht ist das. Den stelle ich nicht ganz an, oder? Aber ich sterbe sowieso wieder, wenn ich den letzten Zipfel noch von der Schlange fast erledigt hätte, weil das ist immer so. Come on at me, bro. Fight like a man. Or a snake. Boah, die hat aber auch nicht so viel drauf. Muss ich mal so sagen. Man muss einfach nur rückwärts laufen, damit man nicht da reingezogen wird in das Ding. Und dann ist eigentlich gut. Na, Vater B, nochmal. Ein Zahn ist schon fast weg. Oh Gott. Schießt ein bisschen pissed right now.
Super schade, sie lädt gerade ihre Genki Dama auf, glaube ich. Komm. Ach, fuck. Tja. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Haha, ha, verstehst du. Das wird spannend. Ach, komm schon. Du hast doch nichts mehr. Ah. Oh. Hast du diese diese Lebensbalken, die nach hinten immer gehen? Noch 10 Jahre. So, jetzt stirb. Plumpf. Es herrschte Stille. Stille, mit Ausnahme des stetigen Tropf-Tropf der Tinte, die immer noch aus dem Tagebuch heraussickerte. Der Giftzahn des Basilisken hatte ein knisterndes Loch mitten hindurchgebrannt. Am ganzen Leib zitternd richtete Harry sich auf. Ihm drehte sich alles, als ob er gerade meilenweit mit Flohpulver gereist wäre. Ginny rührte sich. Ich war's, Harry, aber ich schwöre, ich wollte es nicht. Wirtle hat mich dazu gebracht. Er hat mich geholt. Harry beruhigte sie und erzählte ihr, dass Riddle und der Basilisk erledigt seien. Komm, Ginny, lass uns gehen. Mit großen Flügelschlägen wurden sie nach oben getragen. Die kalte Luft peitschte durch Harrys Haar, und bevor er den Spaß an der Fahrt verlor, war sie auch schon vorbei. Alle drei klatschten auf den nassen Boden im Klo der maulenden Wirte. Und dann fing Harry an, ihnen alles zu erzählen. Fast eine Viertelstunde lang sprach er in das gespannte Schweigen hinein. Er erzählte von der körperlosen Stimme und wie Hermine schließlich begriffen hatte, dass er einen Basilisken in den Rohren gehört habe. Wie Aragog ihm gesagt hatte, dass das letzte Opfer des Basilisken gestorben sei? Wie er auf den Gedanken gekommen war, dass die maulende Myrte dieses Opfer gewesen sei? Und dass der Eingang zur Kammer des Schreckens in ihrer Toilette sein könne? Professor Dumbledore erklärte allen, dass Lord Voldemort als 16-jähriger Tom Riddle dieses Tagebuch verzaubert und dieses Tagebuch wiederum Ginny verzaubert habe. Harry schaffte es auch noch, den Hauself Dobby aus der Sklaverei von Lucius Malfoy zu befreien. Denn schließlich war es Lucius Malfoy gewesen, der das Tagebuch Tom Riddles in die Hände der unglücklichen Ginny Weasley gespielt hatte. Und was Harry angeht, wieder einmal hat er bewiesen, dass er der Junge ist, der überlebte. Ah, nicht so nah. Gott. Oh, der Hauspokal. Ich bin mal gespannt. Dann wollen wir mal sehen, wer in diesem Jahr den Hauspokal gewinnt. Ich glaube, diesmal gewinne ich ihn leider nicht. Dafür habe ich zu wenig Zeitquests gemacht. Ravenclaw.
Hufflepuff. Slytherin. Damn you. Gryffindor. Gryffindor hat die meisten Hauspunkte. Wuhu, Bitches, wir haben auch noch den Hauspokal. Hauspokal, Hauspokal, Hauspokal. Wuhu, Gryffindor, Gryffindor, Gryffindor. Slytherin stinkt, Slytherin stinkt. Ich wurde wohl gerade etwas mitgerissen, verzeiht mir. Ja, und ja, genießen wir am besten den wundervollen Abspann. Leute, ja, das war das Spiel Harry Potter und die Kammer des Schreckens für die PlayStation 1. Ich bereue es wirklich gerade sehr, dass ich es mir nicht für den PC oder für die PlayStation 2 gekauft habe. Also ich war ja vom ersten Harry Potter Spiel, also, ne, Harry Potter und, jetzt habe ich das gerade... Der Stein der Weisen, genau. Mein Gott, jetzt war ich gerade schon so verwirrt von den Bildern. Harry Potter und der Stein der Weisen für die PlayStation 1 war fast ja genauso von der Grafik her und alles andere. Die haben echt ihre Bilder, glaube ich, da reingeschummelt. Und jedenfalls, es war einfach so viel besser, dieses erste Spiel, als das hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, die haben es einfach irgendwie verwurstet. Die haben eigentlich nur genau alles gleich genommen. Ein paar Stages, also Dungeons hinzugefügt. Nervige Minispiele irgendwie eingebaut die ganze Zeit und das war's. Die Story war irgendwie, ja, die Bilder, die ihr da immer im Buch gesehen habt, die stammen wahrscheinlich aus der PlayStation 2 Version. Da haben sie sich nämlich auch noch die Cutscenes gespart und haben einfach nur die Story zusammengequetscht in eine kurze Erzählerfassung gesteckt. Das fand ich schon sehr, sehr traurig irgendwie, dass sie noch nicht mal dafür kleine Animationen gemacht haben. Ich meine, es ist ein PlayStation 1 Spiel, ja gut. Aber man hätte auch Cutscenes machen können. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt keine Cutscenes hätte darstellen können. Man hat es ja auch am Ende gesehen, als Harry den Giftzahn vom Basilisken in das Tagebuch gehauen hat. Das war ja auch immerhin eine Cutscene, oder nicht? Dann hätte man das andere ja auch so machen können. Ich meine, es ist zwar schön, dass man, ja, es war im ersten Teil ganz schön mit dem Buch, dass das so zusammengefasst wurde. Da war es auch noch nicht so schlimm, weil da waren auch wenigstens schöne gezeichnete Bilder in dem Buch dabei. Und da hat der Erzähler sogar noch die Stimmen schön nachgemacht. Aber die Synchronsprecher waren so unglaublich schlecht. Ja, und diese Bilder wurden einfach aus dem PlayStation 2 Spiel übernommen. Das war auch nicht schön. Das hat einfach gar nicht zusammengepasst, gar nicht irgendwie miteinander harmoniert irgendwie. Da tanzen die Gnome. The fuck. Und jedenfalls hat mich das Spiel schon sehr enttäuscht irgendwie. Am Anfang war es ja wirklich noch sehr lustig so. Da sind unsere drei. Und natürlich, das Spiel ist von EA, ne? Ich will ja jetzt nichts sagen, so, ne? Aber das Spiel ist von EA. Und ja, jedenfalls hat mich das Spiel schon ein bisschen enttäuscht. Am Anfang war es wirklich ganz lustig. Aber je länger ich das Spiel gespielt habe, desto frustrierter wurde ich, ehrlich gesagt. Irgendwann hatte ich auch irgendwie so den Spaß verloren, weil die haben auch... Die Minispiele sind eine gute Idee. Sie sind ja auch abwechslungsreich, das sage ich ja auch gar nicht. Aber sie wurden einfach zu lang gestreckt. Also man hat an einem Minispiel viel zu lange gesessen, weil es einfach dann, ja, du hast diese Passage geschafft, jetzt noch eine Passage mit dem gleichen Minispiel und danach noch eine schwerere Passage mit dem Minispiel. Und das ging mir irgendwie einfach zu lange. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also, na, ich bin sowieso nicht so ein wirklicher Minispiel-Fan, weil ich einfach irgendwie die Skills nicht besitze oder die Lust nicht daran. Kann ich auch hier laufen? Nee, noch nicht mal das. Ja, also ich bin schon so ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir das Spiel irgendwie epischer vorgestellt
Und vielleicht hole ich mir auch irgendwann nochmal den PlayStation 2-Titel oder den PC-Titel, weil ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, dass die um einiges besser umgesetzt wurden. Und da wäre ich auch mal ziemlich gespannt, wie die das so gemacht haben. Irgendwie hat mir der Charme von Harry Potter da in diesem Spiel gefehlt. Es war eigentlich irgendwie nicht so magisch. Es war eigentlich nur eine Ansammlung von Minigames und schlecht zusammengestauchter Story, die einfach nur... Also wenn man jetzt Harry Potter nicht gelesen oder geguckt hat, dann ist man, glaube ich, so verwirrt von dem Spiel und denkt sich, was, das ist ja total dumm, was ist das für eine Kack-Story? Aber eigentlich ist diese Story ja unfassbar gut. Aber davon kriegt man eben so wenig mit. Das finde ich einfach irgendwie absolut schade. Ich hätte mich mehr gefreut, wenn die das ein bisschen besser, ja, umgesetzt hätten. Und diese Synchronsprecher, ne, ohne Witz, die waren Witz. Also selbst ich würde besser synchron sprechen als diese da. Ist ja ganz schön und gut. Kindersprecher können durchaus auch gut synchronisieren. Ich weiß zwar nicht, was sie da für Kindersprecher genommen haben. Wahrscheinlich einfach nur die Kinder von den Producern oder so. Die absolut null Ahnung davon haben, was sie eigentlich tun. Noch nicht mal richtig lesen können wahrscheinlich. Und die Stimmen haben einfach gar nicht zu den Charakteren gepasst. Da war ein kleiner Junge, der war, glaube ich, in der dritten, vierten Klasse. Und der hat gesprochen wie ein 29-Jähriger. Ich meine, was soll denn das? Oder die anderen haben richtig gelangweilt gesprochen. Siehe Ginny Weasley, die war ja der absolut schlechteste Synchronsprecher fast. Und da sieht man noch die Slytherins, ist da toll. Super, super klasse. Und ein bisschen hätte man die Charaktere auch verändern können. Es ist einfach komplett genau die gleiche Engine, ist klar, aber genau die gleichen Texturen und Grafiken wurden benutzt. Hallo? Es ist ein anderes Spiel, da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Ich weiß, dass mehr auf der PlayStation 1 möglich ist. Mehr als das auf jeden Fall. Deswegen finde ich es auch ein bisschen schade, eigentlich. Naja, aber ich bin hier eigentlich nur am Meckern. Eigentlich hat es mir ja schon Spaß gemacht, aber auch nicht wirklich durchgängig. Ich dachte jetzt echt noch so am Schluss, boah, nee, ich muss das ja auch noch aufnehmen, weil ich lasse ja Let's Plays nie wirklich irgendwie unbeendet liegen. Und deswegen dachte ich, hey, ich spiele es mal durch. Aber ich habe auch schon gelesen in den Kommentaren, dass viele von euch das Spiel auch nicht so wirklich so super finden. Und jetzt weiß ich auch, wieso. Also, ich glaube, als Kind ist einem das eigentlich so alles scheißegal. Und man spielt das und hat, ehrlich gesagt, mehr Spaß dran. Das kann ich mir schon vorstellen, weil einem das dann vollkommen egal ist, wie die Grafiken aussehen. Jetzt die Kinder von früher, die Kinder von heute sind wahrscheinlich noch ein bisschen anders, ne? Aber da war einem das, glaube ich, scheißegal. Da hat man das wahrscheinlich größtenteils wegen den Minispielen gespielt und weil man es unbedingt auf 100% irgendwie durchspielen wollte. Die Bohnen zum Beispiel waren aber auch für den Arsch. Ich hatte am Ende fast 500 Bohnen, die mir gar nichts mehr genützt haben, denke ich. Also ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob man damit überhaupt noch was anfangen kann. Hey, frisch die Dinger! Aber ich glaube nicht, dass man irgendwas noch damit machen kann. Man hätte jetzt noch alle Bildkarten sammeln können. Ja, super toll. Was soll ich mit Bildkarten? Die kann ich mir angucken und gut ist. Das sehe ich vielleicht nur so. Manche sehen darin den Reiz, alles zu sammeln. Kann ich mir schon vorstellen. Aber ich bin einfach nicht so. Und für mich ist das alles so total... Ja, das ist einfach da, aber muss nicht sein. Keine Ahnung. Ich kann mich damit einfach nicht anfreunden. Ja, toll. Also, soweit mein Fazit, ne? Ich hoffe trotzdem, dass euch mein Let's Play einigermaßen gut gefallen hat. Auch wenn ich gegen Ende echt nur noch am Fluchen war und die ganze Zeit einfach nur abgenervt war. Es tut mir wirklich leid, das wollte ich jetzt eigentlich nicht so. Aber das Spiel ließ mir keine andere Wahl, ehrlich gesagt. Das ließ mir keine andere Wahl. Ich war einfach nur so tierisch abgenervt. Und diese Kamera. Ja, diese Kamera. Die hätten sie auch ein bisschen besser mal machen können, ja? Man hat nie gesehen, was man eigentlich da tut. Man konnte sie nicht richtig schnell drehen.
Sie hat einfach nichts genutzt. Ach Gott. Naja, jetzt haben wir das Spiel durchgespielt. Und ich glaube, das wird dann auch erstmal so bleiben. Ich werde es, glaube ich, nicht in geraumer Zeit, in ferner Zukunft nochmal spielen. Und wow, ja, wir haben 500 Bohnen. Und was machen wir jetzt damit? Keine Ahnung. Auf jeden Fall könnten wir jetzt noch Pokale holen. Wie auch immer das möglich sein kann. Und ja, wir können Bildkarten sammeln und gegen die Gründerväter. Ja, ich habe gespoilert, Entschuldigung. Wir können gegen die Gründerväter im Duellierclub antreten. Warum auch immer die Gründerväter? Ja, die Gründerväter sind schon tausende Jahre alt. Ich weiß, das sind Zauberer und die leben lange, aber please, die Gründerväter? I don't think so. Ja, Logiklöcher hat das Spiel auch ganz schön viele. Aber, naja, man kann in diesem Spiel alles mit Zauberei irgendwie erklären. Oder versuchen zu erklären jedenfalls. Ob einem das dann so genug ist und ob man das glaubt, ist ja jedem selbst überlassen, ne? Puh, ja gut, auf jeden Fall würde ich dann mal sagen, vielen Dank, dass ihr es angeschaut habt. Und ich würde mich immer freuen, wenn ihr beim nächsten Projekt wieder mal dabei seid. Und auch meine Parts dann anschaut und fleißig kommentiert. Ich liebe Kommentare übrigens. Ich lese mir jeden einzelnen Kommentar durch. Gut, das wäre es erstmal gewesen mit Harry Potter. Am besten ist, ihr lest wirklich die Bücher. Im Notfall, wenn ihr zu faul zum Lesen seid, guckt euch die Filme an und dann gut ist. Es ist einfach viel, viel besser. Tut mir leid. Ich muss einfach mal so ehrlich sein. Nicht jedes Spiel, was ich spiele, ist gut. Ich kann auch mal daneben liegen. Ist es blind gewesen? Gut. Hab draus gelernt. Okay. Also dann. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Bläh. Viele liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch eure Lenchen93. Tschüss.